habe so viel wie möglich von dem Gift beseitigt. Okay. Du musst den Cloudburst finden. Absolut. Er tötet meine Pflanzen. Das wollen wir nicht. Ich zerstöre ihn. Halte durch. Dafür muss ich jetzt wohin genau? Ich gucke gerade auf Le Map. Die Map sagt mir: Zerstöre den Cloudburst-Panzer des Arkham Knight. Und er ist irgendwo in diese Richtung. Nein? Wo ist er denn? Wo ist denn das Ausrufezeichen? Ich sehe es nicht. Hey. Ich fahre einfach mal hier. Ah, okay, jetzt kommt auch der... Das GPS-System meldet sich zu Wort. Okay. Da bin ich mal gespannt. Was geht denn jetzt ab? Hebt die Brücken an. Er wird Sleek Island nicht verlassen. Sind Sie sicher? Lass den Batwing einen Scan vom Cloudburst machen. Finde eine Schwachstelle. Ich schalte die Cobra-Panzer aus. Oh. Sir, Sie legen sich mit einem Gegner an, der Ihnen waffenmäßig weit überlegen ist. Oh. Nein, ich fange ihn an. Warte ab, Alfred. Warte mal ab. Oh mein Gott. Du hast noch nicht genug? Tschüss. Dein Auto hast du auch repariert. Batman haut nie ab, gibt niemals auf, lässt nie seine Stadt im Stich. Du denkst, du bist der Einzige, der stärker geworden ist, ja? Der härter zuschlagen kann als früher? Du liegst falsch, Retter. Und ich werde es dir beweisen. Tschüss. Eine verloren. Programmiere Cobra für Gegenschlag. Ciao. Es ist vorbei. Batman Gotham ist erledigt. Fuck. Wieso dreht er sich um? Das sieht nicht gut aus. Ich muss hier weg. Fuck. Ich hab ihn. Ja, okay. Ja, es war wir waren umzingelt. Da ging gar nichts mehr. Das wirst du wohl kaum enträtseln können. Du hast nichts damit zu tun gehabt, Mann, Riddler. Weißt du, aber Hauptsache, oh, Batman ist tot, ich war das. Pfeife. Okay, das müssen wir jetzt ein bisschen besser machen. Ein bisschen, aber das kriegen wir hin, da bin ich mir sicher. Da bin ich mir sehr sicher. Na los, komm schon. Haut euch. Cobra-Panzer geortet. Ja, dann gehen wir nochmal auf die Jagd, ne? Vorhin habe ich einen wenigstens erwischt. Okay, der kommt in unsere Richtung. Ich hoffe, der dreht sich nicht zu uns um, warum auch immer. So ganz plötzlich. Sieht aber ganz gut aus. Na komm. Tschüss! Cobra-Drohne verloren. Ja, doch. So, ganz vorsichtig. Da kommt der nächste. Da kommt aber auch einer. Shit. Okay. Dreh dich bitte nicht zu uns. Bitte. Na komm. Tschüss. Au revoir. Wir haben meine Cobra verloren. Behalte Suchmus dabei. Sieh dich um, Batman. Sieh nur, was du Gutes vollbracht hast. Ich hau mal ab hier in den Keller. Was auch immer es hier gibt. Okay. Das war ganz gut. So sind wir den entwischt. Ich finde Cobra. Dich, Batman. Tust du das? Ja. Yes, komm, dreh dich nicht um. Nicht umdrehen. Das willst du doch gar nicht. Ciao. Cobra-Drohne verloren. Das läuft. Nicht daraus, Batman. Beruhig dich. Fast abgeschlossen. Sehr schön. Sehr gut, Alfred. Ich zähle auf dich, mein Freund. Meine Nase juckt nämlich. So, da hinten haben wir noch ein paar. Ja. Na komm, perfekt. Cobra-Panzer erledigt.
Halt Information. Dein Geleitschutz ist so gut wie aufgebraucht, Knight. Schütze den Cloudburst. Zieh dich zurück. Er kann mich nicht besiegen. Der Cloudburst ist zu mächtig. Natürlich ist er das. So, hier auf der Minimap sehe ich hier noch einen rumlungern. Und er guckt auch nicht wirklich in unsere Richtung. Ja, komm schon. Shit, das wollte ich nicht. Das hat er nicht gehört? Wie blöd sind die eigentlich? Ciao. Kupferdrohne verloren. Du lockst mich nicht. Was glaubst du, was du da tust? Ich bring den Job zu Ende. Das ist nicht der Plan, auf den wir uns geeinigt haben. Aber einer, der funktioniert. Scarecrow soll an seinem eigenen Toxin ersticken, Batman. Er will dich leiden sehen. Ich will dich nur tot sehen. Warum nur? Wer bist du? Warum willst du uns ans Leder? Verstehe ich nicht. Das ist die letzte Cobra hier, ne? Cloudburst ist auf den Panzer des Arkham Knight angebracht. Beide sind zu stark gepanzert für einen direkten Angriff. Okay. Wie funktioniert der Cloudburst? Die Energiequelle befindet sich im Innern, hat aber ein Kühlsystem, um ein Überhitzen zu verhindern. Mhm. Das ist die Schwachstelle. Ein Riss würde eine Kettenreaktion auslösen und den Cloudburst zerstören. Okay. Und vielleicht auch den Panzer. Ich konfiguriere Ihre Scanner neu, sodass Sie die Kühlmittelleitungen ordnen können. Viel Glück, Sir. Okay, nice. Dann zeig mal. Dreh dich nicht zu uns. Natürlich dreht er sich zu uns. Hab dich gewonnen. Tschüss. Was? Cloudburst-Panzer scannen? Oh, das sollte ich vielleicht tun. Ich muss näher ran, um den Panzer zu scannen. Okay. Darf aber nicht gesichtet. Ich bin zu weit weg für den Scanner. Ich muss näher ran, ohne dass der Knight mich bemerkt. Ja, okay, verstehe. Dann werden wir uns mal von hinten anschleichen. Anschleichen mit Vollgas, weißt du? Geht das jetzt? Der sieht uns ja! Ich sehe dich! Oh mein Gott! Gar nicht gecheckt, dass er in unsere Richtung guckt. Schnell weg hier. Ganz schnell weg hier. Der guckt ja. Da bist du ja. Schieße ich da etwa? Da. Die Kühlmittelleitungen verlaufen vermutlich nahe der Oberfläche des Panzers. Die 60mm Kanone sollte sie beschädigen können, aber ein Schuss wird nicht ausreichen. Ich kann nicht lange bei der Waffe bleiben. Ich muss okay, tschüss. Und mich sofort zurückziehen. Alter, wir müssen hier weg. Wir sind sonst tot. Ein Gegner wie mich hattest du noch nie. Ja, ich merke schon. Oh mein Gott, was hat denn der für Schüsse drauf? Oh, Alter, der ist hinter uns her. Sonst sind wir derjenige, der jagt. Diesmal nicht. Er versucht, den Cloudburst zu überhitzen. Verschwinde. Verschwinde. Er darf nicht gewinnen. Du erhältst noch deine Chance, ihn zu töten. Ich warte nicht länger. Mhm. Das wollen wir doch mal sehen. Verdammt. Komm schon. Komm, 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 komm. Bam. Ich zeig dir gleich, wie richtiger Schmerz aussieht. Naja, mach du mal. Der hat aber auch ein Tempo drauf. Fuck, Mann! Oh, das war knapp. Was passiert hier? Ey, ganz ehrlich. Der fuhr nicht. Der fuhr nicht weiter. Der Kackhaufen. Du bist erledigt. Und Gotham ist es auch. Und außerdem gehört hier jetzt der Himmel, nicht wahr? Oh, diese Nervensäge. Aber das Ding ist schnell. Also sein Panzer ist mega schnell. Das kriegen wir aber hin. Das kriegen wir hin. Ich muss nur vorsichtiger sein. Ja. Der hat schon was drauf. Ja, da ist er. Wahrscheinlich müssen wir das ganze Ding jetzt nochmal neu starten, also von Anfang an. Das war's, Detektiv. Meine Roboter haben ihre Aufgabe erledigt und die Stadt mit meinen Rätseln versehen. Sieh es dir an, genieße es. Na klar, machen wir noch. Genieße es. Scheitere beim Versuch, sie zu lösen. Stürze dich in Selbsthass und Verzweiflung und dann stürze dich in die Dunkelheit. Okay, der soll ruhig hier hinkommen.
anschauen. Das hält mich nicht auf! Das hält dich auf. Das hält dich auf, glaub mir mal. Wow, Alter! Er versucht den Cloudburst zu überhitzen. Verschwinde! Er darf nicht gewinnen! Du erhältst noch deine Chance, ihn zu töten. Ich warte nicht länger. Du musst. Okay, der ist jetzt, der kommt jetzt hier entlang. Ja, sehr schön. Ich zeig dir gleich, wie richtig der Schmerz aussieht. Tschüss. Oh mein Gott, das war nicht so gut. Oh. Weglaufen bringt nichts. Wir müssen hier schleunigst weg. Was heißt denn hier Feigling, Alter? Du hast den übelsten Panzer. So, ist er jetzt wieder normal? Einigermaßen oder nicht so? Er will uns unbedingt umhauen, der Gute, aber vergiss es. Forget it. Next. Bam. Dieser Panzer dient nur deiner Vernichtung. Gegen diese Macht kommst du nicht an. Oh mein Gott. Wir müssen ganz schnell weg. Dieser Cloudburst. Der braucht doch immer länger, habe ich das Gefühl, zum Überladen, oder? Hab dich im Visier. Oh mein Gott. Komm schon. Überlade mal, verdammte Kacke. Ich fall ihm genau in die Arme. Willst du mich verarschen? Was geht denn hier ab? Wie unfair ist das denn? What? Verbindung getrennt? Wie ist das denn passiert? kleinen Moment. Okay, warum ist das jetzt ausgegangen? Ich hab meinen Controller immer am Strom hängen. Deswegen wundert mich das jetzt, dass das passiert ist. Ich, irgendwas, keine Ahnung. Wir machen mal weiter, als wenn nichts wäre. Okay. Cloudburst ist nicht mehr überladen oder ist überladen? Cloudburst wird keinem weiteren Angriff widerstehen. Rückzug. Nein, bis zum bitteren Ende. Bis zum bitteren Ende. Ja, mach das mal. Okay. Lass mir von niemandem was sagen, Batman. Warte mal ab. Warte ab. Okay, ja, so sieht er uns. So nicht mehr. So, jetzt. Komm, komm, komm. Ja. Let's go. Tschüss. Die Explosion hat die Hauptkanone ausgeschaltet. Jetzt kann ich näher ran und den Cloudburst unter Beschuss nehmen. Oh mein Gott, okay, der geht immer noch voll ab. Was, was, was? Vor allem anderen Scarecrows Toxin beseitigen. Beruhig dich! Alter, wie viele Raketen der abschießt! Alter! Ich muss hier weg. Ich muss erstmal weg. So.
Kommt er mir jetzt nach? Komm her, komm her. Little Arkham Knight. Wo ist er hin? Okay. Jetzt vorsichtig. Bam. Du hältst mich nicht auf. Doch, doch, tu ich. Auf was schießen sie eigentlich? Kann ich ihn nicht hacken oder so? Genau hier stirbst du. Alter, wie viel der aushält! Ich glaube, wir haben ihn. Komm raus, komm raus, du Drecksack. Und zieh deine Maske endlich ab. Ich hoffe, das macht er jetzt. Ich bin da echt gespannt. Batman, tu es. Jetzt knick nicht ab, Mann. Wir haben den Kampf gewonnen. Oh mein Gott, okay, komm, komm. Wir hauen dir eine rein jetzt. Wir hauen dir die Maske. Als ob. Hä? Was ist denn hier los? Der Batman dreht langsam komplett am Rad. Sir, der Arkham Knight. Haben Sie ihn besiegt? Er ist fort. Sie klingen nicht ganz sicher, Sir. Nee. Ivy, ich habe den Cloudburst zerstört. Filtere das restliche Toxin schnellstmöglich. Ivy. Ivy? Ich fürchte, Sie sind zu spät, Sir. Die Scans zeigen, dass das Gift Ivys Pflanzen überwältigt. Oh oh. Ich bin unterwegs zu dir. Alter, was ist denn... Ich fass es ja nicht, okay. Wir müssen da hinten hin. Mein Instrument der Angst. Dafür werde ich sprechen. Bei dir und all deinen Freunden. Natürlich. Mein Gift überwältigt sie. Sie bezahlt gerade dafür, sich mir in den Weg zu stellen. Wir müssen da schnellstmöglich hin. Ich habe Angst. Ich will nicht, dass hier irgendwas passiert. Auch wenn sie eine Bösewichtin ist, aber sie hilft uns ja. Sie hilft uns ja. Ja. Das ist alles nicht so gut. Das sieht alles sehr, sehr bedrohlich aus. Na komm. So was habe ich noch nie gesehen. Irgendwie hatte ich gehofft, dass Scarecrow blufft. Tut er nicht. Offensichtlich. Okay, so. Ich glaube, das wär's. Wir haben's. Ivy? 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 Wo bist du? Lass mich durch. Nicht da reinfallen. Bist du denn wahnsinnig? Ivy? Nach Ivy sehen. Ivy. Oh, sie lebt. Immerhin. Aber gut sieht sie nicht aus, ne? Oh. Wow. Die Natur siegt immer. Oh, Mann. Die Arme. Zerfällt zu Staub. Hat sich geopfert für ihre Pflanzen. Oh.
Das ist schon ein bisschen traurig. Die Arme. Ich hab sie gemocht. Aber das Toxin ist besiegt, hoffe ich. Oh, das sieht danach aus. Immerhin hat was gebracht. Es hat was gebracht. Sir, die Gaswolke verflüchtigt sich. Gut gemacht. Von Ihnen und Poison Ivy. Wir haben unterschätzt, wie viel Menschlichkeit noch in ihr steckt. Sie ist tot, Alfred. Die Reinigung des Toxins hat sie ausgezehrt. Oh, verstehe. Ihre letzte Tat war nobel. Oh ja. Ich muss Scarecrow finden, bevor noch jemand stirbt. Hast du Spuren für mich? Nichts Konkretes, Sir. Der GCBD-Funkraum könnte helfen. Sie haben eine verschlüsselte Übertragung über einen SWAT-Kanal aus der Stadt abgefangen. Kurios, denn es gibt zurzeit keine SWAT-Officers im Einsatz. Mhm. Dann gibt es natürlich noch zahlreiche ungelöste Fälle, die Ihrer Aufmerksamkeit bedürfen. Das weiß ich, das weiß ich. Ohne das Toxin wäre nun der perfekte Moment, die Stadt wieder zu übernehmen. Gut. So machen wir es. So machen wir es, mein Freund. Was gibt's denn zu erledigen in der Nähe? Okay. Ja, wir sollten vielleicht mal zu Lucius. Das sollte ich mal tun. Ich, ja, das ist wichtig. Wie viel Prozent haben wir? 79% von der Hauptmission haben wir. Also ich würde jetzt schon gerne erstmal die anderen Sachen erledigen. Riddler zum Beispiel ist, glaube ich, nur noch eine Sache, die wir erledigen müssen. Hier haben wir auch nicht mehr so viele Minen. Die machen wir aber zwischendurch. Das hier müssen wir auf jeden Fall noch machen. Da müssen wir uns umhören. Nach Musik. Ihn habe ich gar nicht mehr gesehen. Azrael. Habe ich gar nicht mehr gesehen. Ich weiß nicht, wo er ist. Und hier auf der Seite fehlt komplett was. Wenn Riddler in der Nähe ist, warum nicht? Das ist meine Chance, Selina aus dem Waisenhaus zu befreien. Das Dieses ist es. Dieses kranke Spiel dauert schon viel zu lange. In der Tat, Sir. Viel Glück. Danke. Danke, Alfred. Wir geben unser Bestes. Und da hinten ist das Waisenhaus. Ja, ja. Natürlich tut sie das. Schnauze. Du hast doch keine Ahnung, Mann. Wir gehen erstmal Riddler besiegen. Und er freut sich bestimmt riesig. Hallo. Es braucht nicht viel, eine Katze zu zähmen. Streife das über. Es wird sie schon lähmen. Klar. Wie geht es dir? Perfekt. Seit du den letzten Kurs verlassen hast, hat er dir nichts gesagt. Du stößt doch sauer. Jeden vor den Kopf, oder? Sie fragen nie höflich genug. The final exam. Das letzte Examen. Let's go. Noch nicht, Batman. Dir fehlt noch etwas. Und damit meine ich nicht nur Intelligenz. Da, danke. Was denn? Hallo? Ja, was fehlt denn? Nein, Batman, dir fehlen diesmal die technischen und geistigen Voraussetzungen. Das Spielzeug aus Arkham City, wo ist es? Ich bin schon ganz gespannt. Was? Wie geht's denn Robin? Robin ist okay. Darf er schon alleine raus? Oder hat Daddy immer noch ein Auge auf ihn? Er kann auf sich aufpassen. Darauf wette ich. Er ist eher ein gestandenes Wunder, wenn du verstehst, was ich meine. Tu ich nicht. Tue ich nicht. Uns fehlt wohl ein Gegenstand, kann das sein? Aber was? Er meinte irgendwas mit gespannt, irgendwas Elektrisierendes wahrscheinlich, oder? Ich habe keine Ahnung, wo wir das bekommen. Kriegen wir das während der Hauptstory? Ich hoffe es, weil ich meine, wo soll ich das sonst finden? So. Na gut, machen wir was anderes. Was ist denn noch in der Nähe? Wir haben das hier zum Beispiel, die Feuerwehrmänner. Ein Polizeihubschrauber hat eben eine Geiselnahme bei Port Adams gemeldet. Es ist einer der Feuerwehrleute von Wache 17. Die meisten Kidnapper sind schwer bewaffnet.
Dann wollen wir doch mal dahin. Kriegen wir doch hin. Das wäre doch gelacht. Okay. So, wo sind die Kollegen? Da hinten. Mhm. Ist doch da hinten, oder? Wo ist denn die Geisel? Die dürfte doch da irgendwo sein. Okay. Dann fliegen wir erstmal runter, schauen uns das Spektakel an. Wartet's nur ab! Der Chief wird euch dafür büßen lassen! Gleittritt durchs Fenster. Komm, wir probieren es mal. Yes! Autsch! Noch sehen die nix? Na komm! Oh, die sind alle bewaffnet, ne? Na, das ist gefährlich, was ich hier mache. Punches. Alle bewaffnet. Okay. Wo sind sie denn? Da ist auf jeden Fall einer. Kriege ich den irgendwie weg? Krieg ich dich weg? Warum nicht? Geht auch so. Spektakulär. Okay. Drei noch. Doch, doch, ich komme davon. Du weißt es doch. Du weißt es doch. So, wo sind die anderen? Weiter. Kann ich dir nicht von hier oben irgendwie? Mann, das kann doch nicht wahr sein. Wie macht er das? Komm schon. Lautlos. Mann, warum gibt es lautlos nicht? Ist doch dämlich. Ich stehe doch schon hinter dem. Reicht das nicht aus? So, wo ist der Letzte? Wo ist das Letzte? Da unten. Komm auch. Da ist er. Ja, 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 ja. Tschüss. Schnell, es könnten noch mehr unterwegs sein. Beruhig dich. Ich befreie dich jetzt erstmal, Taylor. Okay. Den hätten wir. Es holt dich jemand ab, übrigens. Was du gerade gemacht hast, habe ich ja noch nie gesehen. Alles okay, Lieutenant. Es ist vorbei. Ich hab's versucht. Ich wollte helfen, war aber nicht stark genug. Kein Problem. Mach dir nichts raus. Wenn uns bedroht des Feuers Wut, verleihe mir Kraft und Mut. Das sind nicht nur Worte, das ist unser Leitsatz. Finde die anderen. Das werde ich. Warten Sie hier. Ein Polizist bringt Sie in Sicherheit. Klar. Ein Polizist, weißt du? Und gehen einfach weg. Kann ich eigentlich jetzt Verbesserungspunkte einstellen hier? Für unser Batmobil? Wir haben zwei Punkte. Was ist das hier? Fällt die Panzerungsstufe des Batmobils in den kritischen Bereich ab, werden alle Reserven in die Waffensysteme umgeleitet. Oh, das hört sich gut an. Das sollten wir tun. So, im Notfall kann der nicht schaden, oder? So, was können wir jetzt hier machen? Ja, Riddler momentan nicht. Ich habe keine Ahnung, wo wir das bekommen. Ich würde gerne das hier machen einfach. Das würde ich dann doch schon gerne machen. Ich weiß nicht, was mit Lucius ist. Lucius hat sich noch nicht gemeldet. Ich sollte nach dem Rechten sehen. Der Wayne Tower ist abgeriegelt, Sir. Der einzige Weg hinein führt über den Aufzug in der Tiefgarage. Kein Problem. Wir wissen genau, wo das ist. Also, Bruce weiß es, ich nicht. Gut. Ja, komm, hab mal ein bisschen mehr Dampf hier. Wir müssen auch irgendwann ankommen. So, bevor ich die Hauptstory mache, natürlich, werden wir uns einigermaßen diese Nebenmission anschauen. Ich weiß nicht, wie viele Hauptmissionen es noch gibt, aber wenn ich mir die Prozentzahl mal ansehe, wahrscheinlich keine 2, 3 mehr. Kann das sein? So 2, 3 vielleicht?
Vielleicht. So. Mist, das wollte ich nicht. Ich brauche mehr Dampf, jawohl. Bestätigt. Poison Ivy ist durch das Gas gestaucht. Mal sehen, wie sich Batman ohne Hilfe schlägt. So. Ich halte auch die ganze Zeit mal Ausschau nach diesem geflügelten Etwas, ne? Aber ich sehe es halt nicht. Noch sehe ich es nicht. Kann aber jederzeit kommen. Wurde irgendwo noch nicht geplündert? Mir wird langweilig. Tiefgarage. Wahrscheinlich von hier aus? Oder komme ich ins Wasser? Nee, hier geht's auch runter. Tiefgarage. Noch weiter runter. Okay. Wo kommt man denn da hin? Vielleicht sollte ich mal meinen Wagen rufen. Eine großartige Nacht, um einer von den Bösen zu sein. So, tschüss. Ihr seid mir vollkommen Schnuppe. Was war das denn? Fuck. Schnauze. Wo geht's denn hier runter? Okay, fahren wir mal. Was war das jetzt? Tschüss. Okay. Wie komme ich da runter, Mann? Ist wahrscheinlich gar nicht so schwer, wie ich es mir gerade mache, oder? Da unten vielleicht? Ich hoffe, Sie schicken die Nationalgarde. Oder müssen wir rein einfach? Oder wir gehen einfach rein. Wie wär's damit? Aber das geht wahrscheinlich nicht, oder? Nein, das ist zu. Wo ist denn die Tiefgarage, Bruce? Jetzt sag doch mal. Was hat Scarecrow getan? Dieses Zeug war übel. Oh, reicht mir langsam hier. Tschüss. Bam. Kritischer Treffer. Vollkommen zurecht. Aber wie komme ich? Ich weiß immer noch nicht, wie ich da runterkomme. Tiefgarage. Ja, übers Wasser geht's nicht. Vielleicht. Oh, okay. Alles klar. Ja gut, warum? Egal. Ach, jetzt gibt's einen Weg. Eine Wegmarkierung dafür. Hier waren wir doch schon mal. Okay. Gut, gut, gut. Dann nutzen wir mal Le Aufzug. Meine Nase juckt. Oh mein Gott. Oh. Huch. Sorry. Oh. Was zum Henker ist das denn jetzt? Gehen wir als Bruce Wayne jetzt hier rein? Sag ich, für eine schöne Frisur. Wunderschön. Gefällt mir. Mr. Wayne? Hallo. Ich dachte, Sie hätten es rausgeschafft. Das klingt schlimm da draußen. Was machen wir denn jetzt? Tja. Keine Sorge, das wird bald ein Ende haben. Die Stimme. Das hat bald ein Ende, ja, ja. Das wollen wir doch mal sehen. Okay, wo ist Lucius? Ich dachte, das wäre jetzt zum Labor, aber eigentlich ist ja das Schachbrett, ne? Wo ist das Schachbrett? Hm. Nein, auch nicht. Netzhauterkennung. Was für ein riesiger Monitor einfach. Super. Wie bitte? Mr. Wayne, ich habe soeben das Gebäude abgesichert. Stimmt etwas nicht? Kann ich Ihnen behilflich sein, Sir? Ich hatte Sie heute Abend hier nicht erwartet. Habe ich etwas verpasst? Ist das Lucius?
Identität bestätigt. Guten Abend, Mr. Fox. Was geht denn jetzt ab? Was passiert hier? Oh. Wow. Das ist gar nicht Bruce. Okay, krass. Das ist also hier passiert. Endlich Ihre Aufmerksamkeit. Willkommen auf der Party. Tun Sie nichts Dummes, sonst braucht Wayne Enterprises einen neuen CEO. Mhm. Oha. Krass. Alfred, ich bin am Wayne Tower. Wir hatten heute Abend einen Eindringling. Er hat Lucius. Meine Güte, wissen Sie, wer es ist? Der Identitätsdieb. Thomas Elliot. Der Chirurg? Großer Gott, Sie waren doch unzertrennlich. Gewissermaßen sind wir es noch. Er hat sein Gesicht mit Hilfe der Haut seiner Opfer rekonstruiert. Er sieht jetzt aus wie Bruce Wayne. Aber warum würde er so etwas tun? Er sagt, es sei persönlich. Ich werde herausfinden, warum. Tun Sie nichts, was Sie bereuen könnten, Sir. Ich gebe mein Bestes, Alfred. Charakterbiografie. Hush, Thomas Tommy Elliot, Chirurg und Serienmörder aus Gotham City. Tommy Elliot und Bruce Wayne waren seit ihrer Kindheit befreundet und, ohne dass Bruce es wusste, so etwas wie düstere Spiegelbilder voneinander. Nachdem er bei einem tragischen Unfall einen Elternteil verlor, so wie jeder andere in dieser Stadt auch offensichtlich, entwickelte Tommy einen pathologischen Hass auf die Waynes. Aus Elliot wurde ein äußerst talentierter Chirurg. Jahrzehntelang schmiedete er einen bis ins letzte Detail durchdachten Plan, mit dem er Bruce Wayne vernichten wollte. In ausgezeichneter körperlicher Verfassung offensichtlich, Weltklasse-Chirurg, Meister der Verkleidung offensichtlich, entschlossen Bruce Wayne zu vernichten. Okay, mein Gott, über diese Freaks. So, was ist, kann ich jetzt hier rein oder was? Okay. Lass ihn gehen. Wir verhandeln doch nur. Nicht wahr, Mr. Fox? Ich habe einen Auftrag für dich, Batman. Bring mir Bruce Wayne. Oder dieser Turm stürzt ein. Da wäre ich schon. Warum Wayne? Ihr beide wart mal Freunde. Die Familie dieser Brut hat mich zerstört. Und jetzt werde ich ihn zerstören. Die Waynes haben zu dir gestanden. Oh ja, der großartige Chirurg Thomas Wayne. Kaum zu glauben, er war mal mein Vorbild. Bis er alles versaut hat. Tu ihm er nichts. Hat alles in seiner Macht Stehende getan, um deine Eltern zu retten. Du hast deinen Vater verloren. Aber er hat deiner Mutter das Leben gerettet. Er hat mir verwehrt, was mir zustand. Der Autounfall war kein Zufall. Das warst du. Du wolltest sie umbringen. Ich will nur, was mir zusteht. Bruce Wayne wurde mit einem Silberlöffel im Mund geboren. Er musste nie für etwas in seinem Leben kämpfen. Jetzt bring mir Wayne. Oder ich werde diesen Turm zerstören und alles, wofür er steht. Das wagst du nicht. Oh, er macht es wirklich? Da hast du es. Bitte sehr. Dann gib dein Bestes, Tommy. Bruce, das ist unmöglich. Wie du siehst, nicht. Ich hätte es, er wird unruhig. Wenn er die Waffe auf mich richtet, habe ich einen Augenblick Zeit, um sie ihm abzunehmen. Wenn ich zu schnell bin, tötet er Lucius. Wenn ich zu langsam bin, kann er abdrücken. Ich werde es tun. Probieren wir es mal aus. Oh, das war der richtige Zeitpunkt. Perfekt. Bam. Mein Gesicht. Mein Gesicht. Alter, du sollst dir ganz andere Sorgen machen. Was ein Dreckskerl. Es tut mir wirklich leid. Ich versichere Ihnen, ich überprüfe unsere Sicherheitsmaßnahmen. Was für eine coole Maske wir einfach haben. Schon okay, Lucius. Sind Sie verletzt? Mir geht's gut, Mr. Der arme Tisch. Aus Mahagoni. Schätze, das macht mich zum Glückspilz. Ja. Es ist nicht Ihre Schuld, Lucius. Ich kann ihn nicht ins GCPD bringen. Lassen Sie ihn hier einsperren. Natürlich, Sir. Überlassen Sie das mir. Alfred, ich habe Elliot im Wayne Tower festgesetzt. Mission schon abgeschlossen. Ich werde ihn vor Gericht bringen. Oh, Gott sei Dank. Wie steht es um Mr. Fox?
Es geht ihm gut. Oh, gute Neuigkeiten. Wir sorgen dafür, dass Mr. Elliot für all seine Verbrechen vor Gericht kommt. Zweifache Gefahr. Cool. Haben wir also geschafft, Lucius. Es war knapp, Sir. Aber ich habe nie an Ihnen gezweifelt. Ich bitte dich, natürlich nicht. Was dachtest du denn? So, okay. Das war die schnellste Questline ever, würde ich mal sagen. Das ging ja super schnell. Was machen wir denn jetzt noch? Ich meine, wir müssen natürlich das ganze Zeug hier noch suchen, aber... Die Türme, boah, ne, auf die Türme habe ich gar keinen Bock. Was ist eigentlich mit ihm hier passiert? Wenn ich hier draufklicke, passiert halt nichts. Mir wird nichts angezeigt. Ich muss die Sachen halt finden, ne? Also ihn hier muss ich finden. Ich muss Ausschau halten nach diesem brennenden Batman-Symbol. Aber ich habe da noch nichts gefunden. Hier muss ich auf Musik achten, klassische Musik. Und hier weiß ich gar nicht, auf Brände wahrscheinlich. Also irgendwo, wo es brennt. Der wird immer da sein. So, und ihn müssen wir halt finden, wenn er rumfliegt wahrscheinlich. Wir müssen ihm das Heilmittel geben. Ich weiß aber nicht, wo er ist. Ja, komm, das nächste wäre ein Feuerwehrmann. Randalierer halten einen Feuerwehrmann am Wayne Tower fest. Was? Ich bin auf dem Weg. Ist ja direkt um die Ecke. Sie sich vorsichtig, die Scans zeigen, ihre Gegner sind bewaffnet. Die sind immer bewaffnet, Alfred. Ich bitte dich. Sag mal, waren wir hier nicht schon? Das sind ja richtige, gute, bewaffnete Männer. Ich glaube, die haben noch nicht einen Schuss abgegeben, kann das sein? Die haben keinen einzigen Schuss abgegeben? Ich dachte, die sind bewaffnet. Na, egal. So, Senor Daniel. Es kommt jemand abholen übrigens. So, steh mal auf jetzt hier. Na? Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Dachte nicht, dass jemand kommt. Hatte seit Wochen ein schlechtes Gefühl, seit das mit den Bränden losging. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Aber ich glaube, sie hatten es mit einem Serienbrandstifter zu tun. Toll. Es wäre wohl nicht Gotham ohne einen irren Pyromanen auf freiem Fuß, eh? Der Chief sagte immer, wir schaffen das. Aber ich bin mir nicht mehr sicher. Nicht nach dem hier. Nicht aufgeben, mein Freund. Nicht alles aufgeben. Kommt in Ordnung. Im GCPD sind Sie und der Rest Ihres Teams in Sicherheit. Ja, und da musst du jetzt alleine hin. Denn es kommt dich niemand abholen, offensichtlich. Sonst sagen wir das immer. Diesmal nicht. Diesmal nicht. So, okay. Wir haben jetzt hier auch keine Meterzahl mehr. Ich glaube, es wird Zeit. Was ist das hier nochmal? Ja, das sind irgendwelche Leute, irgendwelche Milizen, die wir ausschalten sollen. Finde ich jetzt nicht so spannend, muss ich sagen. Das hat wenig Story für mich. Das hat keine Story-Inhalte, oder? Bei den Feuerwehrmännern, okay, das sind Feuerwehrmänner, die müssen wir retten. Riddler, ganz klar, also da muss ich ja nichts zu sagen. Aber hier die Türme zum Beispiel, weiß ich nicht. Die Dinger hier, die mache ich, weil die Spaß machen. Weil ich dann mit unserem Batmobil rumfahren kann. Das hier hat auch eine super geile Story. Und ihn müssen wir halt finden. Und ihn halt auch. Ich habe keine Ahnung, wo wir da suchen müssen. Egal. In jedem Fall würde ich sagen, egal was wir machen, wir werden das in der nächsten Aufnahmesession machen, in der nächsten Folge. Wir haben einiges erlebt. Wir haben von der Hauptstory haben wir jetzt fast 80%, glaube ich, erledigt. Wir sind jetzt bei 79%. Viel mehr ist da nicht zu machen. Und ich bin sehr gespannt, wie das weitergeht. Ich hoffe, ihr auch. Ich hoffe, ihr hattet auch viel Spaß, Freunde. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Zusehen und bis dann. Adios, amigos. Ciao, ciao.